Greenwashing gibt es aber auch nicht nur in den USA, sondern auch hier auf der anderen, im Prinzip aus Marketing-Sicht als Werber würde ich Ihnen sagen, es ist eine wunderbare Idee von Krombacher gewesen. Nachdem die 400 Jahre Reinheitsgebot, können die armen Leute, haben ja überhaupt gar nichts mehr zu sagen über ihr Bier, außer dass es aus irgendwelchem Felsenwasser und hopfig schmeckt und sonst was. Jetzt haben die endlich was erfunden, worüber sie reden können. Wir haben eine kommunikative Plattform geschaffen, wo man sagt, toll, da reden wir jetzt drüber, saufen für den Regenwald. Das ist ja, das kennen Sie ja alle, das läuft jetzt seit Jahren. Das ist ja auch, also als finde ich erstmal als Werbeidee hat das durchaus Relevanz. Man muss sich nur klar machen, dass sowas gefährlich ist. Wenn jemand mal einmal nachrechnet, die 83 Millionen Quadratmeter Regenwald, die eingespart haben, das sind 83 Quadratkilometer für Leute, die rechnen können. Das ist ungefähr die halbe Größe von Liechtenstein. Das entspricht ungefähr 5,5 Stunden der jährlichen Rodung der Regenwälder weltweit. Das ist nicht toll. Ja, da muss man vorsichtig sein, ob man rausgeht und sagt, ich rette hier die Welt. Schließlich Open Up, den Dialog öffnen. Immer wieder wird gesagt, und wir hören nachher noch Herrn Überall, der uns erzählt, wie das Mitmach-Internet funktioniert und wie wichtig es ist, die Zielgruppe, die Community mit einzubinden. Dazu nur das Beispiel, was viele von Ihnen jetzt auch schon kennen. Ist absolut erfrischend, wie Felix Ahlers von Froster sich überlegt hat: erstens, wir schmeißen das Sortiment, bereinigen das Sortiment um alles, was Zusatzstoffe sind. Und zweitens, zentrale Maßnahme in unserem Marketingmix ist ein Blog, das ungefiltert ist, ganz wichtig, wo also die Beiträge einfach eingestellt werden können. Das ist sehr, sehr mutig und auch sehr, sehr pfiffig, zu sagen, die Diskussion um das Pro und Contra meiner Marke findet sowieso statt. Ich lade diese Diskussion direkt vor meiner Haustür, dann kriege ich sie wenigstens mit und kriege damit noch dicke Transparenzpunkte. Auch der Vortrag heute Morgen von Herrn Schweißfurth war in der Hinsicht ja erhellend, dass eine Firma dann auch so offen umgeht mit auch den Komplikationen, die sich auf dem Weg und dem Pfad ergeben. Ein anderes Beispiel ist BMW oder die gesamte Automobilbranche, die ja auch nicht doof sind und die auch nicht schlafen und wo in der Marketingabteilung nicht 20% Lohas, sondern eher 50 oder 60% Lohas sitzen, die sich nichts Schöneres wünschen könnten, als für eine Firma zu arbeiten, die nachhaltig etwas für den Klimaschutz tut. BMW hat wunderbare Produkte. Ja, einer BMW hat eine bessere Umweltbilanz als der Prius, der übrigens von Toyotas Gesamtvolumen in Deutschland mal ungefähr 3% ausmacht, was die verkauften Autos angeht. Aber das können die natürlich nicht sagen. Die können nicht rausgehen und schreien: Leute, wir sind jetzt eine grüne Firma. Weil auch wenn es 20 oder 30% Lohas gibt, dann gibt es immer noch 80 oder 70, die sagen: Ich will ein schnelles, schweres Auto, um mit 2,5 Tonnen Stahl zur Arbeit zu fahren, habe ich überhaupt kein Problem mit. Das heißt, die Frage für die ist gar nicht so sehr, ob sie sich drum kümmern. Die Frage ist, wann tun sie das und wie tun sie das? Bei BMW überlegt man jetzt, ob man Morris wiederbelebt und dort die grüne Technologie bündelt. Interessanter Ansatz, aber natürlich eigentlich auch schade. Ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen, ist der Club of Pioneers. Ich würde mal tippen, kaum irgendjemand. Es ist eine sehr ehrlich und anständig gemachte Portal zum Thema nachhaltige Mobilität. Ganz unten findet man das Wichtigste, nämlich ganz versteckt ist dann das Logo sponsored bei BMW. Das ist ein kleiner, vorsichtiger Versuch, der mit Sicherheit jetzt nichts mit Greenwashing zu tun hat, aber wo man dann auch wieder sagen muss: Leute, ihr müsst schon lauter werden, ihr müsst schon mutiger an den Dialog dran werden, als irgendwo geheimnisvoll irgendwo mit ein paar Mark irgendwelche nachhaltigen Projekte zu unterstützen. Ja, in diesem Sinne, das nochmal so zusammenzufassen, ich würde Sie einladen und finden, Moral ist gut, aber es gibt was Besseres. Es gibt tatsächlich die massenhafte und deutlich nicht elitäre Nachfrage nach dem Thema Nachhaltigkeit. Dem müssen sich Marketer stellen, ob sie das aus moralischen oder aus anderen Gründen tun. Ich denke, ja, lassen Sie uns diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank.